Hallo liebe Zuschauer, willkommen auf Neu 1 zum Neu 1 Journal. Der Sommer 2018 hat uns weiterhin fest im Griff. Hitzerekorde und Sonne satt. Wohlfühlklima oder Kreislaufkiller? Meine Kollegin Judith Kossmann hat sich dazu einmal in Neubrandenburg umgehört. Mann, ist das heiß! Wir schwitzen im Büro und Sie wahrscheinlich auch. Und ich hole mir jetzt die Tipps, was man gegen die Hitze so unternehmen kann. Eigentlich gar nichts. Ich mag die Hitze. Das ist schön. Ein bisschen Wasser, ein bisschen Abkühlung, dann ist schon gut. Ja, also für 14 Tage ist das okay, aber für 8 Wochen, 10 Wochen ist es zu heiß. Man hat ja keine Lust mehr, sich überhaupt zu bewegen. Ich bin eigentlich ein bisschen sportlich, aber bei der Hitze Fitnessstudio gar nicht. Und Fahrradfahren, ja, das ist ja noch ein bisschen Wind, aber ansonsten. Und was unternehmen Sie gegen diese Hitze? Schatten, ganz viel trinken, relaxen, Buch lesen, zu Hause bleiben. Wir gehen schwimmen oder shoppen. Eis essen und ganz viel an den Strand fahren. Und was unternehmen Sie zu Hause? In den Garten legen und schwitzen und braun werden. Also wir mögen die Hitze. Ja, durch den Wald gehen oder Schatten wandern gehen. Guter Tipp. Naja, eigentlich viel trinken und Eis essen und ja, nur Schatten. Sport machen. Nee, wir haben Urlaub die Woche, aber wir wollen jetzt mal zu Frauchen auf Arbeit, was zum Essen bringen und dann zum See, ne? Rausgehen, baden. Fahren irgendwo weg. Und Eis. Und dann nehmen Sie zu Hause irgendwas gegen die Hitze? Nee, wieso gegen die Hitze? Ich find's gut so. So einen Sommer hatten wir schon lange nicht. Also, liebe Zuschauer, anscheinend ist die Hitze für viele Neubrandenburger gar nicht so schlimm. Mein bester Tipp ist, ab in den See. Und genau da gehe ich jetzt auch hin. Wie das Wetter der kommenden Tage wird, verrät uns der Blick auf den Wetterbericht am Ende der Sendung. Jetzt gibt's aber erstmal ein kleines Update zur Neubrandenburger Ortsumgehung. Infrastrukturminister Christian Pegel war im Rahmen seiner Sommertour in der Viertorestadt zu Gast und wir waren mit der Kamera dabei. Verkehrsminister Christian Pegel auf Baustellenbesichtigung am ersten Bauabschnitt der Neubrandenburger Ortsumgehung. Bisher liegen die Arbeiten im Zeitplan, weiß der Verkehrsminister und warnt gleichzeitig vor trügerischer Sicherheit. Aufgrund der Hochkonjunktur im Baugewerbe bleibe der Erfolg kommender Ausschreibung ungewiss. Die wahren Zeitfresser immerhin, sagt Christian Pegel und meint damit, die Brückenbauwerke sind bereits errichtet. Wir haben schwierige Zeiten gehabt im Herbst und im Frühjahr mit sehr viel Feuchtigkeit, was den Untergrund weich macht und dann eben dazu führt, dass du mit Baufahrzeugen langsamer vorankommst. Und wir haben vor allen Dingen bei der Altlastenentsorgung ganz erheblich gekämpft. Ich glaube gleichwohl, dass wir noch Dinge aufholen können, aber wir sind weiterhin dahin, dass wir irgendwie zwischen Sommer und Spätsommer 2019 fertig sein wollen. Dem Grunde nach bin ich aber hochzufrieden. Das läuft hier auch mit den vielen Bauwerken gut und ich glaube auch die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Verkehr drumherum ist wirklich optimal bisher. Bauabschnitt 2 und 3 liegen weiterhin auf Eis. Eine echte Ortsumgehung ist damit nicht in Sicht. Der Bund sieht keinen priorisierten Handlungsbedarf. Ein Streckenausbau ist im Bundesverkehrswegeplan bis 2030 nicht vorgesehen. Bleibt nur die Hoffnung auf die Zeit danach. Natürlich haben wir als Stadt Neubrandenburg ein großes Interesse, dass es weitergeht mit der Ortsumgehung. Wir können die planerischen Voraussetzungen dafür schaffen. Das tun wir. Und wir sind in Gesprächen, wie wir erstmal Kompromisslösungen schaffen können. Aber natürlich halten wir daran fest, dass wir sagen, es muss auch unser Ziel sein, vor allem Richtung Norden den Verkehr dann noch besser ableiten zu können. Bauabschnitt 1 bleibt damit bis auf Weiteres eine innerörtliche Entlastungsstrecke, die zumindest den Südostverkehr vom Ring fernhält. Auf der Nord-Süd-Achse aber auch neue Verkehrsschwerpunkte schafft. Hier schieben Bund und Land die Verantwortung an die Stadt weiter, die nun geeignete Lösungen schaffen muss. Gute Nachrichten gibt es für die Auflösung des Bahnübergangs Sponholzer Straße. Hier haben die Ausschreibungen begonnen. Zum Jahresende kann es losgehen. Seit 28 Jahren Transport, Auto, Vermietung und Service, kurz TAVUS. Entdecken und erleben Sie unsere Modellvielfalt. Autohaus TAVUS, zweimal in Neubrandenburg. Seine Leidenschaft ist das Wandern.
Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Am 11. und 12. August wird es wieder laut und nostalgisch im Agroneum Alt Schwerin. Das 24. Oldtimer- und Traktorentreffen steht auf dem Plan und erwartet seine Besucher mit einem abwechslungsreichen Programm. Das Agroneum hat außerdem noch bis zum 4. November täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Besuch lohnt sich also auf jeden Fall. Die Landwirtschaft gibt Mecklenburg-Vorpommern seit Generationen sein typisches Gesicht. Reizvolle Kulturlandschaften sind weithin sichtbares Zeugnis für ihren großen Stellenwert im Land. Wie wurden unsere Vorfahren einst durch Ackerbau und Viehzucht sesshaft? Wie haben sich die Arbeit und das Leben auf dem Lande über viele Jahrhunderte entwickelt? Im Dörfchen Altschwerin, im Agroneum, kann sich der Besucher all diese Fragen anschaulich beantworten. Aber was ist eigentlich das Agroneum? Die Entstehung geht zurück auf die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Damals entstand die Idee, hier in Altschwerin landwirtschaftliche Technik und für das Landleben typische Gebäude der Nachwelt zu erhalten. Dazu wurden sogar andernorts Gebäude abgetragen und hier bis ins Detail wieder aufgebaut. Man ergänzte Vorhandenes, rettete historische Substanz und zeitgeistige Einrichtungen vor dem Verschwinden. So lässt sich also heute im Dorf Leben und Wohnen vieler Generationen auf dem Lande plastisch nachvollziehen. Auch die alte Schule beherbergt noch einen kompletten Klassenraum aus kaiserlicher Epoche. Hier wird zwar nicht mehr unterrichtet, lernen kann der Agroneumbesucher dennoch jede Menge. Wie wurde zum Beispiel früher aus Getreide Mehl gewonnen? Und wie wurde damit gebacken? Angeleitet von unseren Mitarbeitern kann das ganz aktiv selbst erforscht werden. Existenzielle Ernährungsgrundlagen von einst, weit vor der Zeit der Supermarktregale. So entsteht auch die gute Butter, erst durch jede Menge Muskelkraft. Die Entwicklung der landwirtschaftlichen Arbeit weg von reiner Muskelkraft und hin zu hochtechnologisierter Großproduktion ist im Agroneum faszinierend dokumentiert. Hier in einer ehemaligen Schnitterkaserne, so nannte man früher die Sammelunterkünfte für Landarbeiter, wurde Ende der 1980er Jahre eine aufwendige Ausstellung eingerichtet. Von der Frühgeschichte über die Zeit der großen Güter bis hin zu den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften schwingt immer auch ein Stück die Ideologie der Zeit mit. Was die Ausstellung heute in doppelter Hinsicht zu einem interessanten Zeugnis macht. Zur Präsentation von Großtechnik verfügt das Agroneum über einen weitläufigen Freilichtbereich. Am Fuße der imposanten Mühle finden auch regelmäßig Veranstaltungen wie hier das Oldtimer- und Traktorentreffen statt. Immer wieder wahre Besuchermagneten und wunderbare inhaltliche Ergänzung. Eine Mischung aus historischen Gebäuden und moderner Architektur beherbergt auf dem Freigelände umfangreiche Sammlungen landwirtschaftlichen Geräts. Ob Traktoren, Mähdrescher oder Dreschmaschinen. Jeweils aus unterschiedlichen Jahrzehnten zeichnen sie die Entwicklung hin zur modernen Agrarwirtschaft von heute nach. Sogar eindrucksvolle Flugzeuge, auch sie kamen in der Landwirtschaft hier in Mecklenburg zum Einsatz, sind im Original ausgestellt. Die ein oder andere Maschine kann natürlich auch in Aktion erlebt werden.
alte Technik poltert, rumpelt und funktioniert bis heute. Auch Beweis für das Können damaligen Handwerks. Schon immer ein wichtiger Partner für die Landwirtschaft. Stellmacherei, Seilerei oder Schmiede. In originalgetreuen Werkstätten bleibt hier nicht zuletzt auch altes Handwerk anschaulich. Besondere Erlebnisse für Groß und Klein. Und für die kleinen Besucher sorgen noch dazu zahlreiche, fantasievolle Spielplätze für Kurzweil und manches Abenteuer. All das ist also das Agroneum in Alt-Schwerin. Im wahrsten Sinne des Wortes, Landwirtschaft zum Anfassen. Auch für unser Wirtschaftsfenster MV sind wir regelmäßig in der Region unterwegs, so zum Beispiel auch vor einigen Wochen in Woldeck. Wir waren zu Besuch bei der Firma Lang Metallwarenproduktion und durften dort Max und Moritz kennenlernen. Aber sehen Sie selbst. Die Firma Lang Metallwaren fertigt in Woldeck Stands- und Ziehteile für die Autoindustrie. Serien bis 1 Million Stück. Insgesamt ca. 14 Millionen Teile pro Jahr. Für die Mitarbeiter bedeutet das viele sich wiederholende Handgriffe. Auf die Dauer eine einseitige Belastung für Rücken und Gelenke. Dabei sind gleichbleibende Prozesse doch wie geschaffen, um automatisiert zu werden. Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut und unterstützt durch Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung hat die Firma Langmetall in den vergangenen Jahren an Lösungen für diese Problematik gearbeitet. 2 Roboterarme, liebevoll auf die Namen Max und Moritz getauft, haben in der Fertigung ihre Arbeit aufgenommen. Sie bearbeiten unter anderem Brennkammern für Standheizungen. Max und Moritz bringen naturgemäß mehr Leistung als die menschliche Arbeitskraft. Um dies störungsfrei bewältigen zu können, braucht es allerdings einen Wartungsmitarbeiter, der über die Maschine wacht. So geht es bei dieser Prozessinnovation nicht um Schnelligkeit, Masse und die Einsparung von Personal, sondern im Gegenteil um die Sicherung von Arbeitsplätzen. Thema war bei uns damals gewesen, Möglichkeiten zu finden für unsere Mitarbeiter, auch bis ins hohe Alter zu arbeiten. Die Arbeit ist körperlich sehr monoton gewesen bisher und auch sehr schwer. Und zu überlegen, wie können wir so einen Prozess abbilden mit technischen Hilfsmitteln. Das erfolgreiche Pilotprojekt lässt den langfristigen Gedanken zu, weitere Arbeitsplätze in der Fertigung auf ähnliche Weise umzuwandeln. Der an der Maschine geschulte Mitarbeiter, so verspricht man sich, findet durch einen höheren Spezialisierungsgrad und gestiegene Verantwortung mehr Identifikation in seiner Tätigkeit. Weitere Projekte sind daher bereits in Planung. Auch für diese wird eine enge Zusammenarbeit mit den Experten des Fraunhofer-Instituts angestrebt. Neben der rein technischen Innovation, mit der wir uns hier beschäftigt haben, versuchen wir natürlich auch, insbesondere den kleinen Firmen hier in der Region, das Thema Robotik und Industrie 4.0 näher zu bringen. Also, dass wir uns erhoffen von diesem Projekt, dass wir eine gewisse Leuchtturmwirkung haben, dass die Firmen sehen, dass Robotik nicht nur ein Thema für die großen Automobilisten ist, sondern durchaus in einem kleinen Unternehmen mit 40 Mann sinnvoll eingesetzt werden kann. Neben reiner Fertigung übernimmt die Firma Langmetall für ihre Auftraggeber kleinere Montagearbeiten. Auch hier gibt es große Potenziale zur Prozessoptimierung und Innovation. Das nächste Verbundforschungsprojekt soll sich zunächst auf die Automatisierung der Materialbereitstellung beziehen. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital.
Der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Renninger, Fahrzeugkomplettreinigung und Reifentreff in der Nonnenhofer Straße in Neubrandenburg. Hier dreht sich alles um des Deutschen liebstes Kind, das Auto. Immer dienstags ist Seniorentag. Senioren zahlen für alle Waschprogramme 15% weniger. Jeden Mittwoch heißt es Frauentag. Die Wäschen 3 und 4 kosten für Frauen nur 7,50 Euro statt 9,50 Euro. Renninger, alles für Ihr Auto. Die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft im Fernsehen. Beiträge rund um das Wohnen in der Vier-Tore-Stadt. Monatlich neu, fünfmal täglich auf Sendung. Das Neuwoges-Magazin. Nur hier auf Neu 1. Jetzt werfen wir, wie anfangs versprochen, nochmal den Blick aufs aktuelle Wetter. Im Anschluss sehen Sie wie gewohnt einige Veranstaltungstipps fürs kommende Wochenende. Ob die Sonne scheint, es regnet oder schneit. Hier herrscht angenehmes Einkaufsklima zu jeder Zeit. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bethaniencenter Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. Wie das Wetter auch wird, hier finden Sie immer, was Sie brauchen, ohne groß herumzulaufen. Bethaniencenter Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. Nach Wetter- und Veranstaltungstipps sind wir mal wieder am Ende der Sendung angelangt. Das nächste Neu 1 Journal sehen Sie ab nächsten Freitag hier an gewohnter Stelle. Bis dahin, machen Sie es gut. Über 400 Tiere in 100 Arten aus aller Welt sind hier im Tierpark Ueckermünde zu Hause. Die genaue Zahl ist dabei natürlich auch von der ein oder anderen Familienplanung abhängig. Das ganze Jahr lädt der Tierpark Ueckermünde groß und klein, jung und alt auf unvergessliche Erlebnis- und Entdeckungstouren ein. Sie werden schon erwartet. Und während auch schon mal ein Bewohner scheinbar etwas launisch reagiert, sorgen andere noch für ein ordentliches Erscheinungsbild.
die Löwen ganz majestätisch desinteressiert, der Pfau auf maximale Wirkung aus. Egal, wann Sie den Tieren begegnen, es sind immer unvergleichliche Beobachtungen ganz aus der Nähe möglich. Dazu kann man auf Führungen und bei regelmäßigen täglichen Schaufütterungen auch noch viel über Tier und Umwelt lernen. Und auch der Spaß kommt im Tierpark Ueckermünde nicht zu kurz. Über das ganze Jahr verteilt stehen spezielle Veranstaltungshighlights auf dem Kalender. Für Pausen und Stärkung, die das großzügige Areal dem Besucher durchaus abverlangen kann, stehen gastronomische Angebote der Tierparkgaststätte oder der Affenschenke bereit. Diese ist mitten auf dem Gelände, gerade bei den kleinen Gästen, sehr beliebt. Na, macht das nicht Lust auf mehr? Der Tierpark Ueckermünde wartet auf Sie. Das ganze Jahr.